Bonjour, salut et bienvenue avec Elektrofahrrad 24. Keine Angst, ihr seid richtig. Hier ist Elektrofahrrad 24 und zwar der deutsche Kanal. Ich wollte nur schon mal ein bisschen einstimmen auf das Fahrrad, über das wir heute reden, nämlich das Kifi Capsule MT Smart. Frankreich hat in den letzten 2 Jahren ganz schön aufgeholt, was E-Bikes angeht. Es gab staatliche Förderprogramme, bei denen ihr ein Auto mit einem Verbrennermotor loswerden konntet und stattdessen euch ein E-Bike zulegen, egal ob jetzt ein Lastenfahrrad oder normales E-Bike, und habt da Zuschüsse von bis zu 4.000 Euro bekommen. In dem Zusammenhang ist auch so der Fokus ein bisschen mehr auf ein paar französische Hersteller geraten. Einer davon ist eben Kifi. Wir haben heute von dem Hersteller ein Longtail bei uns. Longtail, das war das Lastenfahrrad, bei dem der Hinterbau ein bisschen länger ist. Da kommt auch der Hauptteil der Last drauf. Je nachdem, was ihr transportieren wollt, ob es eher Güter sind oder eben eher Personen. Bei dem Fahrrad haben wir schon mal ein bisschen was an Zubehör drauf gebaut, was eigentlich nicht zur Serienausstattung gehört. Aber ihr seht schon anhand des Zubehörs, das ist ein Fahrrad, bei dem sich doch sehr viel um den Kindertransport dreht. Hier auf das Fahrrad passen hinten drauf 2 Kindersitze hintereinander. Oder aber, wenn die Kinder schon größer sind, dann gibt es eben hier die Reling mit den Sitzkissen. Und es gibt als Zubehör auch noch so einen kleinen Sicherungsring, an dem sich die Kinder festhalten können, wenn die Reling zum Beispiel komplett entfallen kann. Das Capsule ist ein Fahrrad, was sehr auf Komfort ausgelegt ist. Das erkennt man zum einen an dem niedrigen Durchstieg, den das Fahrrad hier hat. Das sind nur 49 cm. Das heißt, ihr könnt hier auf das Fahrrad relativ bequem draufsteigen. Und wenn ihr euch jetzt vorstellt, das Fahrrad hätte auch Pedalen, könntet ihr auch sehr bequem damit pedalieren und Fahrrad fahren. Wenn ihr dann ankommt, kommt ihr auch sehr bequem von dem Fahrrad wieder runter. Den Rahmen, da wird es bei manchen von euch vielleicht Klick machen, erinnert den einen oder anderen vielleicht auch an ein Modell von Thörn. Das GSD, das HSD oder so, die sind da durchaus ein Stück weit ähnlich. Das sehen wir auch, wo vielleicht Kifi die ein oder andere Anleihe hergenommen hat. Gemeinsam mit den Modellen von Thörn hat es unter anderem auch die Tatsache, dass wir hier über einen Einheitsrahmen reden, von der Größe her. Das heißt, das Fahrrad gibt es genau in der Größe, die ihr hier seht. Kifi selbst sagt, dass hier Menschen mit einer Körpergröße zwischen 1,55 Meter und sogar 2,05 Meter fahren können. Das geht natürlich nur, indem natürlich die Sattelstütze verstellt wird, das ist klar. Aber eben auch der Lenker ist von der Höhe her verstellbar, geht vorne ganz einfach mit einem Schnellspanner, den kann man lösen und dann den Lenker entsprechend hoch oder niedrig einstellen, so wie man das gerne hätte. Der Rahmen des Kifi ist aus Aluminium gefertigt. Ist eine sehr stabile Konstruktion, bei dem ihr vor allen Dingen auch seht, dass der Gepäckträger nicht einfach ein Teil ist, der am Rahmen festgeschraubt ist, sondern der Gepäckträger ist Teil des Rahmens, richtig fest verschweißt mit stabilen Rohren. Die hintere Partie, so die Auflagefläche, das sind etwas über 70 cm, so 70, 75 cm. Da geht eine Menge drauf. Zugelassen ist der Gepäckträger für 100 Kilogramm an Gewicht. Insgesamt verträgt das Fahrrad 200 Kilogramm an Maximallast. Also damit ist das maximal zulässige Gesamtgewicht gemeint. Das heißt, das Fahrrad, ihr als Fahrende und jegliches Gepäck. Gepäck passt natürlich auch vorn drauf. Der Frontgepäckträger, den wir hier montiert haben, ist nicht Teil der Serienausstattung, gehört zum Zubehör. Wenn ihr den euch sichert, dann habt ihr aber noch mal eine schöne Auflagefläche vorn. Der ist schön breit, da passt viel rein, viel drauf. Und mit 15 Kilo lässt der sich eigentlich auch richtig ordentlich beladen. Eine der großen Besonderheiten des Capsule MT Smart ist die Tatsache, dass dieses Fahrrad schon auf dem Smart System von Bosch basiert. Das heißt, als Motor ist hier zum Beispiel der Cargoline des Smart Systems schon verbaut.
Kiffy hat für das Fahrrad die Variante mit dem Bosch PowerPack 545 ausgewählt. Das heißt, der Akku 545 Wattstunden ist außen dran gebracht. Klar, wo sonst würde es bei dem Rahmen auch gehen. Und das dazugehörige Display ist das Kiox 300. Bedient wird das System ganz normal über die LED Remote, die neue Bedieneinheit von Bosch. Das ist im Prinzip so die beste Ausstattung, die ihr an so einem Lastenfahrrad momentan von Bosch bekommen könnt. Bei der Reichweite sind wir hier dann bei irgendwas zwischen 60 und 80 Kilometer. Kleiner Wermutstropfen an der Stelle. Der Rahmen bietet leider nicht genügend Platz, um noch einen zweiten Akku irgendwo sinnvollerweise unterzubringen. Das heißt, die Dual Battery Option fällt hier flach, ist von Bosch offiziell noch nicht vorgestellt worden, wird aber in den nächsten ein, zwei Jahren garantiert kommen. Trotzdem habt ihr natürlich eine Möglichkeit, eure Reichweite ein bisschen zu vergrößern. Ihr könnt einfach den Powerpack, der hier verbaut ist, gegen den größeren mit den 720 Wattstunden austauschen. Und dann verlängert sich natürlich automatisch eure Reichweite. Zum restlichen Antrieb des Fahrrades vielleicht noch zu sagen, es ist eine Kettenschaltung verbaut bei der Variante. Es ist eine Gruppe von SRAM, die GX Eagle, mit 10 Gängen. Ist an sich aus meiner Sicht eine gute Variante bei dem Fahrrad, weil sie durch die Bandbreite der Kassette euch doch relativ viel Variationsmöglichkeiten gibt bei der Suche nach der richtigen Abstimmung, nach der richtigen Übersetzung. Ich mag die persönlich sehr. Dazu gibt es hydraulische Scheibenbremsen, in dem Falle von Clarks. Hinzu kommt eine Federgabel, die hat sogar 70 mm Federweg. Die SR Suntour bzw. die Mobi A32 von SR Suntour ist extra für Lastenräder ausgelegt. Das heißt, sie hat stabilere Standrohre, um auch die ganze Belastung, die an so einem Fahrrad mit dem zusätzlichen Gepäck auftritt, auch wirklich abzufangen und zuverlässig auch ihren Dienst zu tun, gerade wenn ihr das Fahrrad auch mehrere Jahre natürlich fahren wollt. Das Fahrrad, wie es hier hängt, das ist so ein Gelbton, nennt sich irgendwas mit Mango, glaube ich, bei Kiffy. Ist eine von 5 Standardfarben. Es gibt noch ein Schwarz dazu, einen Rot, ein Braun und ein Blau. Ihr könnt aber auch eine Wunschfarbe wählen und die kostet dann sogar nur 200 Euro Aufpreis. Relativ günstig eigentlich. Andere Hersteller lassen sich das schon teurer bezahlen. Egal für welche Farbe, für welche Variante ihr euch am Ende entscheidet, das Produkt ist in jedem Fall ein zutiefst europäisches. Liegt einfach an der Tatsache, dass 85% der Teile, aus denen dieses Fahrrad besteht, in Frankreich hergestellt werden. Den Rahmen handgefertigt hat man schon angesprochen, aber es zählen auch die Schutzbleche dazu, die Verkleidung hier für die Laufräder, die Reling zählt dazu, die Sitzkissen und andere. Der verstellbare Vorbau zum Beispiel auch. Das wird alles in Frankreich hergestellt. Das heißt, wenn ihr mal so in Fahrradbranchendimensionen denkt, ist es eigentlich fast ein regionales Produkt. Ist besonders natürlich von Vorteil, wenn es um die Lieferbarkeit geht. Da gibt es keine asiatischen Produzenten, die irgendwie plötzlich mit Engpässen zu kämpfen haben, sondern das Fahrrad ist in Europa produziert und hat da entsprechend Vorteile. Außerdem ist es natürlich ressourcenschonend. Ne? Also alles, was hier produziert wird, kurze Lieferwege etc. Wem das von euch wichtig ist, der sollte vielleicht tatsächlich auch nochmal ein gezielteres Auge auf das Capsule MT Smart von Kiffy werfen. Ich kenne viele, denen das tatsächlich was wert ist. Beim Wert müssen wir natürlich auch nochmal über den Preis sprechen. Das Fahrrad, so wie es hier ist, kostet 5.299 Euro. Findet ihr neben anderen E-Bikes, neben anderen Lastenrädern auch bei uns im Shop. Lastenräder sind natürlich auch weiterhin bei unserem Programm, wenn es darum geht, welche Räder präsentieren wir euch auf YouTube. Wenn ihr da nichts verpassen wollt, abonniert am besten unseren Kanal, dann geht euch da nichts durch die Lappen. Bleibt mir an der Stelle eigentlich nur noch zu sagen, danke fürs Zusehen, passt auf euch auf und bis demnächst wieder. Tschüss! Bonjour, salut et bienvenue à Wir wandern aber heute mal ein Stück weit nach Osten zu unserem Nachbarland Frankreich. Es ist Westen. Von mir aus ist es Osten. Gut.
Okay, nochmal.